Früher oder später fragen alle Kinder nach einem Haustier. Ist ein Wellensittich das ideale Haustier für mein Kind? Was sollen sich Eltern und Kinder vor dem Kauf bewusst sein? Ist mein Kind alt genug, Verantwortung zu übernehmen? Hallo und herzlich willkommen bei Wellness statt Wellestress. Wellensittiche sind keine Schmusetiere. Das sind Meerschweinchen und Kaninchen aber auch nicht. Da stellt man sich die Frage, sind Wellensittiche für Kinder geeignet? Ja und nein. Wellensittiche sind für Kinder dann das ideale Haustier, wenn sie sich ernsthaft für die kleinen Papageien interessieren und bereit sind, die artgerechte Pflege jahrelang zu übernehmen. Damit meine ich keine momentane Euphorie, die da ist, weil Max und Lisa auch gerade einen bekommen haben. Dein Kind sollte sich an bestimmte Regeln halten können. Zum Beispiel nicht nach den Wellis zu greifen oder sie mit der Hand zu fangen. Nicht in ihrer Nähe zu hüpfen, zu rennen oder zu schreien. Sie nicht mit Chips oder Schokolade zu füttern, beim Freiflug die Fenster zu schließen und nicht ungeduldig und hysterisch zu werden, wenn die Wellis nicht sofort zahm sind. Sonst wäre ein Plüschtier die bessere Wahl. Dein Kind kann dabei lernen, jederzeit für seine Freunde da zu sein und Verantwortung zu übernehmen. Es lernt auch andere Lebewesen zu respektieren, Rücksicht zu nehmen und liebevoll mit ihnen umzugehen. Es macht Freude, den Wellensittichen zuzusehen. Mit viel Geduld lernt der eine oder andere Welle sogar sprechen. Außerdem macht es Spaß, neue kreative Spielsachen für die Wellis zu basteln. Eine sinnvolle Beschäftigung ohne elektronische Geräte. Das Alter spielt keine Rolle. Mein vierjähriger Enkel lässt es sich nicht nehmen, die Futter- und Wassernäpfe mit Begeisterung aufzufüllen, wenn er zu Besuch ist. Viele Jugendliche hingegen haben oft keinen Bock mehr darauf, sich um ihre Vögel weiter zu kümmern und vergessen sie täglich zu füttern und den Käfig zu reinigen, weil sie plötzlich andere Interessen haben. Als Elternteil muss man sich daher bewusst sein, dass man die Verantwortung nicht ganz auf das Kind abwälzen kann und dass es notwendig ist, sich um die Tiere selbst zu kümmern, wenn das Kind nachlässig wird und das Interesse verliert. Ob dein Kind reif genug für Wellensittiche ist, hängt auch davon ab, wie viel es sich vor dem Kauf schon mit dem Thema artgerechte Haltung auseinandersetzt. Ein Kind, das wirklich Interesse hat, fragt und forscht nach. Es holt sich Informationen über artgerechte Haltung und sucht nach allem, was mit Wellensittichen zu tun hat. Manche Tiere nahmen Schaden, weil unbeaufsichtigte Kinder Experimente mit ihnen machten und ihnen Leid zufügten. Einem Kakadu zum Beispiel wurde ein Kracher zum Spielen gegeben, der das Tier schwer verletzte. Man sollte seine Kinder wirklich gut kennen und wissen, ob man ihnen trauen kann oder nicht. Das schließt auch die Geschwister des Wellensittichhalters ein. Infos, Tipps und Basiswissen zur artgerechten Haltung findest du in meiner mehrteiligen Sittich-Thema-Reihe auf meinem Kanal. Das ist sowohl für dich als auch für dein Kind interessant und wichtig. Seht euch die Videos gemeinsam an und besprecht sie miteinander. Findet gemeinsam heraus, ob die Wellensittiche wirklich die richtigen Tiere für dein Kind sind und ob es ernsthaft die Pflege und Verantwortung auf Jahre hinaus übernehmen und bestimmte Regeln einhalten kann. Überlege, ob du als Elternteil bereit bist, dein Kind bei der Pflege zu unterstützen, helfend einzuspringen und die Verantwortung zu übernehmen, wenn es notwendig ist. Könnt ihr diese Punkte mit Ja beantworten, werden sowohl dein Kind als auch du viel Freude an den Wellensittichen haben. Jeden Freitag gibt es ein neues Wellness-Video. Abonniert meinen Kanal, um keines zu verpassen.